Hi, heute in dem Video geht's mal um Tracking-Schlafsäcke und Tracking-Quilts und wo da so die Unterschiede liegen, was da fürs Tracking und vor allem fürs Ultraleicht-Tracking am geeignetsten ist, welche konkreten Modelle es so gibt und welche man auch so empfehlen kann für verschiedene Einsatzgebiete und Temperaturbereiche und ja, welche technischen Details sich so hinter den Sachen verstecken und ja, was da sonst noch alles zu wissen gibt. Wie bei allen anderen Ausrüstungsgegenständen wollen wir natürlich auch bei unserer Schlafisolationsschicht, also dem Schlafsack oder dem Quilt, ja das Leichteste haben, was es so gibt, was natürlich immer noch einwandfrei funktioniert und uns wärmt. Und das ist bei Rucksäcken so, bei Trackingstöcken wie in meinen anderen Videos und natürlich jetzt bei dem Schlafsystem auch. Und ja, da wir eben beim Tracking über mehrere Tage laufen und da so wenig Gepäck eben beihaben wollen, wie es geht und so wenig Gewicht, müssen wir uns auch beim Schlafsack eben darüber Gedanken machen. Generell so im Outdoor- und Wanderbereich kennt natürlich jeder die klassischen Schlafsäcke, wie ich sie auch hier und hier jetzt mal liegen habe. Zwei einfache Modelle, der eher ein bisschen dicker für vier Jahreszeiten, der eher so zwei bis drei Jahreszeiten. Und beim Schlafsack, wie der Name es natürlich schon sagt, haben wir einen ganzen Sack, der eben um den Körper rumgeht und so die heiße Luft, die der Körper dann eben abgibt, bestmöglich isolieren soll. Und das Ganze, ja, ist auch immer eigentlich mit einer Kapuze hinten dran, die man sogar über den Kopf stülpen kann, zuziehen kann, und so soll der Sack dann eben komplett die Wärme speichern. Wenn man sich dann Gedanken macht, wie kann ich bei diesem Schlafsystem vielleicht noch ein bisschen Gewicht sparen, damit es eben angenehmer für meine Tracking-Touren wird, kam man auf den Gedanken der Quilts, dass man eben sich gedacht hatte, okay, der Schlafsack umhüllt meinen Körper komplett, und wenn ich meistens auf dem Rücken oder auf der Seite auf meiner Isomatte liege, drücke ich einen gewissen Teil der Isolationsschicht eben mit meinem Gewicht platt. Und egal, welche Isolation ich verwende, ob es irgendein Synthetikmaterial oder auch Daune ist, es wärmt und isoliert eben nur, wenn es einen gewissen Loft hat, eine gewisse Luftdicke hat, die eben nicht platt gedrückt ist. Und so hat eben das Isolationsmaterial an sich fast keine Wärmeleistung oder keine Isolationswirkung, sondern nur der Luftraum, der durch diese Isolationsschicht aufgebauscht wird. Und wenn ich nun ja eben darauf liege und das platt drücke, habe ich keinerlei Wärmeleistung. Beim Quilt hat man sich dann eben gedacht, spare ich mir das Ganze und lasse, wie bei diesem Modell hier zum Beispiel, die komplette Rückenschicht einfach mal offen. Und wenn ich komplett sage, dann meine ich bei einigen Quilts eben komplett, bei anderen Modellen, aber wie bei dem hier, ist die Fußbox ja nicht ganz offen, sondern ich habe hier noch, wie im klassischen Schlafsack eben, mein normales Sacksystem, womit dann die Füße auf jeden Fall immer ja, geschützt sind, weil die natürlich nicht so eng aufliegen wie der Oberkörper oder der Rücken auf der Isomatte. Ja, und wenn man dann einen Großteil der gesamten Rückenpartie weglässt bei einem Quilt, dann kann man gegenüber dem Schlafsack schon so 20 bis 25% Gewicht sparen. Und ja, der Quilt liegt dann eben oben zumindest auf, wie bei einer normalen Decke, wie man das so von zu Hause vielleicht kennt. Und das hat noch ganz andere Vorteile, nämlich wenn ich zum Beispiel einen dickeren Quilt nehme, der eher für den Winter oder drei Jahreszeiten gedacht ist, kann ich den auch gut im Sommer benutzen, weil ich sehr, sehr einfach dann meine Seiten lüften kann. Und erst wenn ich den Quilt wirklich ja, unter meine Seiten, unterm Rücken wirklich stopfe, habe ich diese komplette Isolation, die auch ein Schlafsack hat. Und ja, um das bei kalten Temperaturen noch besser zu ermöglichen, bieten viele Quilts unterschiedliche Tragesysteme, wie ich dann eben, ich nenne es mal nicht Tragesysteme, sondern Schnursysteme, wie ich dann diese beiden ja, jeweiligen Seiten des Quilts unter meinem Rücken eben befestigen kann. Also man muss sich das so vorstellen, dass das jetzt quasi verkehrt rum liegt und ich natürlich ja, mit dem Rücken nach unten zu der Seite liege. Und bei diesem Modell kann ich zum Beispiel über diese einfachen Knöpfe an drei verschiedenen Stellen, je nach Temperatur, das Ganze dann zuziehen, damit auch wirklich gewährleistet ist, ja, dass der Quilt bis an die Rückenseiten komplett auf dem Boden abdichtet und keine warme Luft daraus verloren geht. Und deswegen würde ich als erste Empfehlung auf jeden Fall, falls ihr jetzt noch keinen Schlafsack oder keinen Quilt habt, fürs Tracking solltet ihr euch meiner Meinung nach immer für einen Quilt entscheiden, da er wie gesagt bei richtigen Verhältnissen, und da gehe ich immer von einer Isomatte aus, die eine genügend starke Isolation hat, sodass eben keinerlei Kälte vom Boden auch nach oben kommen kann. Da geht es dann um den sogenannten R-Wert bei Isomatten, da komme ich aber nochmal auf einem anderen Video drauf zu sprechen. Und ja, wie gesagt, wenn das alles stimmt, dann spricht nichts dagegen, sich eben das Gewicht im Rucksack zu sparen, was eben diese Rückenpartie mitbringen würde.
Allerdings würde ich da auch ein gewisses Limit setzen, wenn ihr wirklich vorhabt, extreme Wintertouren zu machen, Alpintouren oder sonst was, wo wir von, ich würde sagen, über oder unter minus 10 Grad Nachttemperatur sprechen, dann würde ich doch zu einem Schlafsack greifen. Da wäre auch nicht mehr so viel mit Ultralight und so viel Gewicht einsparen. Da wäre es einfach insgesamt doch sicherer, wenn ich eine Rundum-Isolationsschicht habe und nicht die Gefahr bestehen würde, die zwar sehr gering bei einem Kühl ist, aber dass doch ein Teil der warmen Luft bei extremen Kältetemperaturen unten im Rücken entweichen kann. Ein Quilt setzt allerdings zusätzlich voraus, dass man eben auch mit einer geeigneten Kopfbekleidung bei einer gewissen Kälte schlafen geht, denn die meisten Quilts verzichten komplett auf eine Kapuze und nur manche Quilts, so wie der hier, die haben auch so eine Art extra Stoffteil oben dran, was man sich quasi nur über den Kopf legt, um eben dann die Hitze nach oben nachts nicht zu verlieren. Und um diesen Gewichtsvorteil dann eben zu erreichen, spart der Quilt sich das Kopfteil, weil man meistens ja beim Wandern im Winter sowieso eine Mütze bei hat und die dann auch beim Schlafen tragen kann. Okay, das nächste, worauf es jetzt ankommt, egal für welches Schlafsystem ich mich so entscheide, ist natürlich das Material, die Füllung des Schlafsystems, also in dem Fall des Quilts. Und grundsätzlich unterscheidet man dazwischen zwei großen Füllungsklassen, nenne ich es mal, nämlich einmal der Daunenfüllung und auf der anderen Seite der synthetischen Füllungen, egal um welche Synthetikfüllung es da gibt. Und beide haben eben Vor- und Nachteile, die ich mal kurz jetzt erkläre. Bei Schlafsäcken und Quilts misst man die Wärmeleistung immer am sogenannten CLO-Wert. Und der gibt eben an, welche Isolation, welche Wärmeleistung ich von einem Gramm Stoff erwarten kann. Und man kann generell erstmal sagen, dass egal um welchen synthetischen Stoff es sich auch handelt, die Wärmeleistung von Synthetik immer noch nicht zu 100% an der von hochqualitativer Daune herankommen würde. Und hat man eine Daune vom höchstmöglichen Grad von über 850 Kuin, so hat man dann eben die größtmögliche Wärmeleistung, die es momentan so auf dem Markt gibt und die teilweise 50 bis 80% immer noch pro Gramm besser wärmt als jede Synthetikfüllung. Allerdings haben dafür Synthetikfüllungen ganz andere Vorteile, die auch sehr, sehr wichtig im Outdoor-Bereich sind. Die beiden bekanntesten und momentan am meisten verwendetsten Synthetikfüllungen sind einmal Apex und einmal Primaloft. Und das ist zum Beispiel Apex, der in verschiedenen Dicken kommt, genauso wie natürlich die Daune auch. Und der größte Vorteil daran ist eben die Wärmeleistung bei Feuchtigkeit. Daune hat leider das Problem, auch wenn diese Daune behandelt ist mit speziellen Chemikalien, man spricht da von hydrophober Daune, hat Daune immer noch das Problem, dass bei hoher Luftfeuchtigkeit, bei starkem Schwitzen innerhalb des Schlafsacks oder bei genereller Nässe, die von außen kommt, durch Regen, durch Pfützen oder auch gerade im Ultralight-Tracking-Bereich, durch die Kondensation bei einwändigen Zelten, dass dort eben die Wärmeleistung deutlich nachlässt, weil die Daune ja die Feuchtigkeit sehr gut anzieht. Bei einer Apex- oder Primaloft-Füllung ist das nicht so. Der Stoff zieht das Wasser nicht so ein und selbst wenn der Stoff ein wenig nass wird oder feucht wird, kann er immer noch sehr, sehr gut isolieren und sehr, sehr gut wärmen. Die Daune, ja, verliert schneller Luft, wird kleiner und hat dadurch nicht mehr so eine hohe Bausch- und Isolationswirkung. Zusätzlich muss man sich dann meiner Meinung nach auch immer die moralische Frage stellen. Für mich kommt alleine Daune aus dem Grund überhaupt nicht in Frage, dass es sich da um tierische Produkte hält, auch wenn es eben zertifizierte Daune ist, die nicht aus Lebendrupf gewonnen wird, geht es für mich irgendwie gar nicht, dass extra Tiere gehalten werden, nur mit dem Zweck, dann später ja unter verschiedenen Bedingungen für die Daunenfüllung gebraucht zu werden. Deswegen entscheide ich mich allein schon aus moralischer Sicht für synthetische Materialien und auch, weil ich immer ja die Gewährleistung haben möchte, dass wenn mein Schlafsystem durch verschiedene Risiken nass wird, dass ich dann immer noch geschützt bin. Gerade in Europa, wenn wir ja in den skandinavischen Ländern unterwegs sind, wenn wir in Ländern wie Schottland unterwegs sind oder auch in Deutschland, wenn es im Sommer sehr feucht wird, man schwitzt, viel Regen da ist, Kondensation.
gerade wenn wir einwändige Zelte haben, dann möchte ich nicht die Angst haben, konsequent, dass ich vielleicht nicht an meine Zeltwand komme, dass ich meinen Schlafsack irgendwie fallen lasse und dann bei Minusgraden oder wie auch immer meine Wärmeleistung ist, dann nicht mehr geschützt bin. Deswegen würde ich mich auch, glaube ich, für synthetische Materialien immer entscheiden, ja, wenn die moralische Frage überhaupt nicht gestellt werden würde. In wenigen Fällen würde ich wirklich objektiv in dem Szenario sagen, dass Daune besser ist, wenn ich vielleicht ja, in der Wüste unterwegs wäre oder generell auf amerikanischen Trails, wo ich durch sehr, sehr lange trockene Stücke gehe, wo fast kein Regen und keine Feuchtigkeit vorherrscht, eine sehr geringe Luftfeuchtigkeit ist, wo ich einfach weiß, dass meine Daune trocken bleibt und dass sie mich einfach viel, viel besser für das Gewicht wärmen kann als jede Apex oder Primaloft-Füllung. Und zum Vergleich kann man zum Beispiel sagen, dass dieser Quilt hier, der ist jetzt mit 233er Apex gefüllt, dazu gehe ich, darauf gehe ich gleich nochmal ein bisschen ein, der wärmt bis minus 4 Grad im Komfort-Limit-Bereich und wiegt dabei 800 Gramm, ich glaube 793 ganz genau, und hat man wirklich eine sehr, sehr hohe Down-Qualität, über 850 Kuin, dann kann man dieselbe Wärmeleistung schon bei etwa 500, 550 Gramm erreichen. Also hat schon, wie gesagt, einen großen Gewichtsvorteil. Allerdings nur, wenn es trocken bleibt. Und egal, für welches Füllmaterial ich mich dann entscheide, muss ich mir trotzdem die Frage stellen, bis zu welchem Temperaturbereich ich denn mein Schlafsystem nutzen will. Und bei jedem Schlafsack gibt es eben die drei Werte: Komfort, Limit oder auch Komfortlimit genannt und der Extrembereich. Und ja, leider, gerade bei den günstigeren Modellen, sind diese Werte oft nach anderen Maßstäben gesetzt. Bei den renommierten und etwas preishöheren Herstellern sind die aber relativ gut genormt, sodass man sich darauf auch eigentlich relativ gut verlassen kann. Und als Faustregel kann man sagen, dass Komfort, die Temperaturgrenze Komfort eben, ja, für Frauen gedacht sind. Also die maximale Temperatur, bei der eine Frau zum Beispiel nicht frieren würde. Comfort Limit wäre dieselbe Temperatur für den Mann. Das ist oft so 3 bis 4 Grad nur auseinander. Und alles darunter kann man zwar machen. Das ist dann der Extrem-Limit-Wert. Aber da geht es dann wirklich nur noch ums reine Überleben. Ich würde niemandem empfehlen, auch mit voller Kleidung nicht, einen Schlafsack zu benutzen bei Temperaturen, der mehr vielleicht als 1, 2 Grad über den Comfort Limit-Bereich gehen würde. Weil da wird es wirklich unangenehm. Man wird frieren, man wird nicht ruhig schlafen können und man muss sich zwar keine Gedanken vielleicht ums Überleben machen, aber es wird keine erholsame Nacht werden. In der Praxis habe ich allerdings die Erfahrung gemacht, dass ich mich zum Beispiel auch als Mann lieber an dem Komfortwert orientiere und wirklich das Comfort Limit als absolutes Limit werte und dann auch, wenn ich weiß, zum Beispiel mein Kilt geht bis minus 4 und ich habe minus 4 Grad, dass ich dann auch mit voller Kleidung in den Schlafsack gehe. Und gerade auch bei den Ultralight-Firmen, bei Astukas, bei diesen ganzen Apex-Quilts, wird auch damit gerechnet, dass bei der Limitgrenze eben auch die Kleidung mit eine Rolle spielt. Zumindest eben der Base-Layer, der Mid-Layer und ja, eine Schlafhose nenne ich es mal. Und auf jeden Fall auch eine Mütze, gegebenenfalls sogar noch Handschuhe, ein dickes Paar Socken. Das wird eben da vorausgesetzt. Und da möchte ich auch nochmal beiläufig mit dem Vorurteil aufräumen, was ja früher oft zum Beispiel bei den Pfadfindern in der Bundeswehr immer mal wieder zu hören war, dass ein Schlafsack nicht wärmt, wenn man mit Kleidung reingeht. Oder er besser wärmt, wenn man nackt oder mit so wenig Kleidung wie möglich reingeht. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Und wer ein bisschen die Regel der Thermodynamik kennt, der weiß auch, dass das Quatsch ist. Man muss sich einen Schlafsack einfach wie die äußere Hülle seiner Winterjacke zum Beispiel vorstellen. Und ja, wenn ich mit Winterjacke rausgehe und nichts drunter habe, ist es auf jeden Fall kälter, als wenn ich da drunter noch ein Base-Layer und ein Mid-Layer anhab. Also ja, wenn ich mit einem Fleece-Shirt, einer Jacke in mein Kilt, in meinen Schlafsack gehe, friere ich nicht so schnell, als wenn ich ohne alles da reingehe. Bei der konkreten Anschaffung dann von Quilts oder Schlafsäcken kann man so zwei Strategien verfolgen. Das macht jeder unterschiedlich. Ich kaufe also entweder ein Schlafsystem, was für meine persönliche gesamte Trekking-Saison da sein soll. Also wenn ich auch im Winter oder ja, in den Spätdreijahreszeiten unterwegs sein möchte,
brauche ich eben dementsprechend ein Schlafsystem, was schon unter die Minusgrade geht und was ich gegebenenfalls dann auch im Sommer noch gut verwenden kann. Und das war für mich dann einfach ein Apex-Quilt mit Apex 233, der wie gesagt bis minus 4 Grad geht. Da kann ich auch im Dezember oder im Januar bei ja nicht allzu super kalten Nächten noch unterwegs sein und kann auch im Sommer damit schlafen, da ich den Quilt eben sehr gut lüften kann. Natürlich schleppe ich dann im Sommer bei 793 Gramm ein bisschen extra Gewicht mit. Ich könnte natürlich auch einen dünneren Quilt kaufen, zum Beispiel einen 133er Apex, der dann nur bis 4-5 Grad so halten würde und könnte dann im Winter entweder einen ganz anderen nehmen oder noch einen äußeren Quilt oder Schlafsack nehmen, in den ich dann meinen kleineren 133er reinstülpe. Denn die kann man natürlich auch kombinieren, um dann eben an die Wärmeleistung eines generell dickeren Schlafsystems heranzukommen. Ich persönlich habe mich da wie gesagt für die erste Lösung entschieden und habe jetzt hier in dem Beispiel einen Quilt von Astukas liegen mit dem, wie gesagt, 233er Apex. Und ja, ich muss da im Sommer nicht unbedingt auf die 100, 200 Gramm verzichten, die ich dann auch einsparen könnte, denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auch im Sommer manchmal kälter wird und ich wollte mir dann nicht noch ein zweites Ding anschaffen. Wenn ich so unterwegs bin, weiß ich, ich packe meinen Quilt ein und ich kann eigentlich immer damit gut schlafen, außer es ist wirklich eine extreme Kälte da. Dann können wir auch schon zu den Empfehlungen, die ich euch jetzt hier so geben möchte und ich möchte, wie gesagt, auf jeden Fall hier Quilts empfehlen, da sie für mich keine Nachteile haben gegenüber dem Schlafsack. Und vor allem nur synthetische Materialien auch empfehlen, da sie wie gesagt auch ja, für mich moralisch die bessere Wahl sind und auch wegen der Feuchtigkeit. Bis auf eine Ausnahme, nämlich diesen Schlafsack hier von 10T Outdoor Equipment, das ist der Nighly. Und den möchte ich empfehlen, weil der super für Einsteiger gedacht ist, denn der kostet nur als Schlafsack, sehr dünn, 29 Euro. Und ist aus einer Polyesterfüllung, glaube ich. Ich weiß gar nicht genau welche. Die Außenhülle ist auf jeden Fall auch aus einem Ripstop-Nylon, wie ich hier gerade sehe. Und wie gesagt, kostet der 29 Euro und wiegt genau 1000 Gramm, was sehr leicht ist und wärmt als Comfort-Limit bis 4 Grad. Ich würde es allerdings, wie gesagt, da es jetzt ein sehr billiger Schlafsack ist, würde ich vielleicht lieber mal 5 Grad als Limit nehmen und dann auch nur mit Jacke, Midlayer und Baselayer. Aber ich habe ihn selber auf Sommertouren verwendet, zum Beispiel auf meinem ja, 300 Kilometer Hike durchs Sauerland. Und da hatten wir auch teilweise Nächte, die ja, bis 6, 7 Grad gingen. Und der hat immer gut gewärmt. Natürlich, wie gesagt, dann mit Jacke in dem Fall. Der hat ein sehr, sehr kleines Packmaß und für 29 Euro kann man da echt nicht viel falsch machen. Als nächstes kommen wir dann auch schon zu den Apex Quilts. Und haben da wie gesagt verschiedene Gewichtsgrößen, also verschiedene Materialdicken. Und angefangen mit den 133ern und 166er Apex Quilts, also entsprechend für 4 Grad bis 0 Grad ungefähr Comfort Limit. Da würde ich die Quilts von Lightway empfehlen. Da gibt es eben genau nur diese beiden Apex Größen, das sind die sogenannten Simple Quilts. Und die sind wirklich sehr, sehr preiswert zu haben. Der 133er kostet, glaube ich, 130 Euro. Ich werde es auf jeden Fall nochmal verlinken. Der 167er Apex Quilt kostet dann, glaube ich, 30 Euro nochmal mehr. Und ja, für einen Apex Quilt ist das wirklich noch sehr, sehr günstig. Und die würde ich dann auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr euch dazu entscheidet, ja, ausschließlich nur im Sommer oder ja, im Spätfrühling, Anfang Herbst rauszugehen. Und da auf jeden Fall nur bis 4 und 0 Grad etwas benötigt. Soll es dann aber noch ein bisschen qualitativ vielleicht hochwertiger werden und vor allem eine bisschen stärkere Füllung haben und auch ein bisschen individueller, dann würde ich die Quilts von Graham Expert empfehlen. Da ist man dann in der Preisklasse von 200 bis 230 Euro, kann dort aber ja, in 30er Schritten die Füllung auswählen. Das geht bis 267. So viel würde ich, glaube ich, nie empfehlen, da sich das ganze ja, Gewicht dann, glaube ich, nicht mehr lohnen würde. Wird schon 233 oder 200 als Sweet Spot, als beste Größe wählen, womit man dann auch das ganze Jahr über ja, gut Spaß haben kann. Und die Quilts von Graham Expert, die gibt es auch in verschiedenen Körpergrößen, verschiedenen Längen. Man kann sich da die Sachen noch in einer größeren Breite
auch ja, konfigurieren. Und vor allem haben die nicht so wie der Quilt hier unten eine festverbaute Fußbox, sondern haben hier einen Zipper, einen Reißverschluss, sodass ich den Quilt sogar ganz aufmachen kann, komplett als Decke verwenden kann und sogar durch geschickte Faltung auch als so eine Art Poncho oder Jacke verwenden kann, was auch sehr cool ist. Und ich glaube, eine Konfigurationsmöglichkeit bei den Graham Expert Quilts ist auch noch die Reißverschlusslänge, 50 oder 70, und dadurch entscheide ich eben, wie lang meine Fußbox sein soll und wie viel Spielraum ich so im Quilt dann haben möchte. Als Spitzenklasse der Quilts würde ich dann Astucas nennen. Wie gesagt, ist das ja auch ein Astucas-Quilt. Da ist man preislich so bei 400 bis 430 Euro, je nach Konfigurationsmöglichkeit, hat dann aber noch eine leicht höhere Verarbeitungsqualität, noch einige Features wie, dass die Footbox ein bisschen dicker noch als der Rest des Quilts ist. Das ganze Außenmaterial ist noch mal ein bisschen insgesamt leichter. Wir haben auch, wie beim Graham Expert, Klimashield Apex, was super wasserresistent ist, genauso wie der Außenstoff eben auch. Wir haben bei Astucas, weswegen ich mich auch dafür entschieden habe, noch die Option, eben ja, diesen extra, ich nenne es mal Lappen hier mitzubestellen und diesen Draft Collar, eben ja, ein Schnursystem, womit ich hier einen Kragen habe, den ich nochmal individuell zuziehen kann, damit ich wirklich dieselben Eigenschaften wie beim Schlafsack habe und so wenig warme Luft wie möglich dann verliere. Beim normalen Quilt, zum Beispiel von Lightbrand Graham Expert, ist das kein Problem. Nur wenn ich gerade einen dickeren Apex nehme, 233, und den auch wirklich sicher bei minus 4 verwenden möchte, und das vielleicht auch noch bei dem Preis jahrelang, wenn zum Beispiel der Loft ein bisschen schon verloren gegangen ist, dann weiß ich, dass ich durch den Kragen hier noch ein bisschen länger vielleicht daran Spaß habe. Und ja, auch vom Schnitt her würde ich schon sagen, dass der noch ein bisschen schnittiger ist. Graham Expert und Lightbrand sind da ein bisschen eckiger. Zum Beispiel unten haben die keine Rundung, sondern sind gerade. Aber das sind alles drei sehr gute Optionen auf jeden Fall und dadurch auch ja, preislich ein bisschen mehr als zum Beispiel so ein Einsteigerschlafsack hier. Die drei genannten Quilts der Firmen liegen alle so je nach Füllung zwischen 500 und 800 Gramm, wobei man da auch natürlich erkennen kann, dass die teureren vom Material bei selber Wärmeleistung noch ein bisschen leichter sind als die günstigeren. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen genannt, weil es dann natürlich auch auf die Größen ankommt und auf die ja, Apex-Fülle und auf die Ausstattung, die ich haben möchte, die Länge, die Breite und so weiter. Aber ich werde unten nochmal im Detail alles verlinken, nochmal die Wärmeleistungen aufzählen, vielleicht eine kleine Tabelle sogar machen und auch natürlich die Grammzahlen beischreiben. Habt ihr ansonsten noch irgendwelche Fragen zu Schlafsäcken, Quilts, Füllungen, ob Downer oder nicht, könnt ihr sie gerne in den Kommentaren schreiben. Ich werde sofort antworten. Und ja, wenn euch das Video insgesamt gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.